Liebe EU-Abgeordnete, die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, die jetzt mit dem EU-PNR-System eingeführt werden soll, ist eine weitere, anlasslose und verdachtsunabhängige, gigantische Datensammlung. Alle Flugreisenden werden wie Verdächtige behandelt. Der EuGH hat mit seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten klar festgestellt, dass derartige Datensammlungen gegen geltendes Recht, gegen die Charta der EU-Grundrechte verstoßen. Auch der juristische Dienst des EU-Parlaments hat kürzlich festgestellt, dass das EU-PNR eine solche gigantische Datensammlung ist und auch gegen geltendes EU-Recht verstößt. Daher fordere ich Sie auf, sich für den Schutz der Grundrechte stark zu machen und sich gegen ein EU-PNR-System einzusetzen. Weiterhin fordere ich Sie auf, sämtliche bestehenden Verträge zur PNR-Datenübermittlung an Drittstaaten sofort zu stoppen und weitere Verträge in diese Richtung nicht zu unterzeichnen.